Microsoft Studios. Moon Studios. Willkommen, meine Freunde. Willkommen bei einem neuen Projekt, nachdem wir jetzt schon so etwas Ähnliches vor kurzem gespielt haben, nämlich Never Alone, kommt jetzt ein Projekt, welches ähnlich aufgebaut ist vom Spielprinzip her, Ori and the Blind Forest. Das Spiel hatte ich mir ungefähr zeitgleich gekauft gehabt mit Never Alone. Mit Never Alone hatte ich halt gestartet gehabt und jetzt freue ich mich schon auf Ori and the Blind Forest. Das Spiel soll auch sehr emotional angehaucht sein, soll wahre Gefühle vermitteln können. Und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, ob das der Tatsache entspricht. Die Musik auf jeden Fall ist schon mal sehr, sehr idyllisch gehalten. Auch das Logo sieht recht gut aus. Die ganze Startseite sieht schon wieder zum Träumen aus. Ach, genießen wir eine Sekunde die Ruhe und drücken nun eine beliebige Taste, um das Spiel zu starten. So, leerer Platz, leerer Platz, leerer Platz, leerer Platz, leerer Platz, leerer Platz, leerer Platz. Was nehmen wir denn? Ich würde sagen, einen leeren Platz. Nehmen wir den da. Numero uno. Wen spielen wir denn hier? Auf jeden Fall einen etwas pummeligeren Kameraden. Schwalbennest, der soeben das Blatt des Baumes hat vorbeischwirren sehen, welches so komisch mysteriös geleuchtet hat. Und ich frage mich gerade, heißt das Blatt Ori? Ist das ein magischer Baum, der selbst, so kann man springen, der selbst seinen Blättern Namen gibt? Wow, was blendet mich denn? Nanu? Naru heißt unser Kollege also. Können wir uns jetzt... wir mussten irgendwas bewegen. An der Tastatur. Und jetzt wacht Ori auf. Ist das süß, das kleine Teil. Ach, geil. Einfach so rumlaufen. Oh, schön gestreckt. Doch, ich hatte einen guten Schlaf, Naru. Guck mal, das sind sogar wir auf den Stein gemalt. Und ein Traumfänger, damit ich immer gut schlafe. Auch erst einmal ein Träubchen essen. Nom, 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 nom. Oh, gehen wir mal nach draußen hier. Das ist eine schöne Höhle. Hier könnte ich mich selber wohlfühlen. Hui! Es ist Tag! Es ist Tag! Die Sonne scheint! Hui, mir geht's gut! Hui, mir geht's gut! Yum, 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 yum. Na, wo bist denn du? Ach, da bist du ja! Hey! Wow, bist du stark! Oh, ist das ein Dragon Ball? Nein! Ein Pfirsich oder etwas in der Art. So, Baum markiert. An dem, der ist leer gefuttert. Laufen wir mal zum nächsten. Hui, eine Schaukel. Pom, pom, pom. Ich müsste mal ein bisschen abspecken. Oh, ein schöner See. Und jetzt planschen gehen. Oh, der hat aber viele die haben aber viele. Das ist eine Fruchtinsel.
Brückenbau will gelernt sein. Die können es auf jeden Fall. Oh. Om nom 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 nom. Das sieht aber lecker aus. Mit diesen Früchten würde ich mich auch gern mal erlaben. Nu, es blitzt und donnert und zumpelt. Naru, ich geh mal kurz gucken, was das war, ja? Dieser schicksalhaften Nacht tauchte ich den Himmel in flammendes Licht. Das sieht wirklich sehr episch aus. Warum rufst denn du nach Ori? Naru, geht's doch gut mit Ori, oder Ori gut mit Naru? Wow! Weiß Naru schon, dass Ori nicht ihm gehört? Oder ihr? Sie sind da schon. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Ich würde jetzt mal sagen, Naru ist ein Er. Sieht für mich sehr nach Er aus. Doch Hoffnung, die gab es nicht. Oh, da ist noch ein was zu essen übrig geblieben. Aha. Oh je, je, der Herbst bricht rein, was? Nirgendwo mehr etwas zu essen. Ach, herrje. Ja, es wird Naru jetzt Ori geben, klar. Hungert selber. Oh, ich bin satt, ja, ja. Nächstenliebe. Das ist Nächstenliebe, wie sie im Bilderbuch steht. Tja, geschickt gemacht, Ori. Da gibt's noch ein paar Früchtchen. Ich glaube nicht, dass die den ganzen Winter da so reichen werden. So, jetzt schnell zu Ori. Oh ja. Diese Erinnerungen dazu. Boah, wie geil das gemacht ist. Sehr, sehr cool. Jetzt schon mal Lob an die Entwickler. Dickes, dickes Lob. Möchte man gar nicht immer so viel reden hier, um die ganzen Emotionen nicht verschwinden zu lassen. Naru? Naru, mach keinen Mist. Nein.
Nicht wirklich, oder? Narus ist nicht verhungert. Gleich zu Beginn sowas Trauriges. Das kann doch nicht wahr sein. Och. Armer Naru. Oh ja, da kann man wirklich nur so betröppelt vor sich hin tapseln. Ganz allein im dunklen Wald. Ui, aua, hier ist auch noch so stachelig. Au, 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 au. Mann, au. Au. Komm weiter, Ori, weiter. Ach, Ori hat's geschafft. Spiel gespeichert. Ach. Ori hat's geschafft. Und die armen, der arme Naru. Oder die, man weiß es ja nicht, aber. Halte A gedrückt, um höher zu springen. Autsch. Waldsenke. Wow. Aua. Das tut ja weh. Okay, da komme ich nicht hoch. Halte gedrückt und drücke A, um durch Plattformen durch nach unten zu springen. Was ist... Oh, was, du hast ein kleines Geisterlichtgefäß gefunden. Es wurde Geisterlicht zu deinem... Ach, da unten, diesen Kreis hinzugefügt. Finde weitere Geisterlichtgefäße, um schnell Fähigkeitenpunkte zu sammeln. Ach, nicht schlecht. Was ist denn das da oben? So, hier können wir nach oben und nach unten springen. Moment mal, vielleicht komme ich ja da oben. Nicht, dass ich jetzt hier weiter renne und was übersehe. Was ist das denn? Oh! Oh. Da hat es mich kurz K.O. gemacht. Wow. Ach, das Geisterlicht hat es wieder aufgesammelt. Okay. Wow. Da nach unten wirklich? Okay. Autsch, 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 autsch. Da kommen wir auch nicht weiter.
Ui. Unterirdischer See. Oh, was ist das denn? Was bist du? Oh! Du hast einen Lebenssplitter gefunden. Sammle diese Splitter ein, um deine Vitalität wiederherzustellen. Ah. Ein Lebenssplitter. Was bringen die Dinger da? Hm, werden wir noch rausfinden. Du hast eine Energiezelle gefunden. Jetzt kannst du mehr Energie einsammeln und nutzen. Denke daran, dass du mit dieser Energie eine Seelenverbindung erzeugen und dein Spiel speichern kannst. Halte B gedrückt, um eine Seelenverbindung zu erzeugen und dein Spiel zu speichern. Spiel gespeichert. Ach, das ist ja interessant. Was ist das? Kann man nichts mitmachen. Wow! Oh Gott! Wow! Was bist du denn für ein Verrückter? Wow! Aua! Wow! Eieiei! Hahaha! Du bist ein Trottel! Du hast etwas geisterlich gefunden. Wenn du den füllst, erhältst du einen Fähigkeitenpunkt. Okay, interessant.